Herzlich willkommen, Sebastian Zilch. Du bist Geschäftsführer beim BVITG und beim BMC-Kongress im Januar auch eingebunden in die Session zur Digitalisierung der Krankenhauslandschaft. Mhm. Und du selbst warst ja schon häufig mit beim BMC-Kongress und organisierst ja als BVITG auch die DEMEA. Deswegen hast du ja nochmal einen ganz anderen Fokus auch auf Veranstaltungen. Deswegen vielleicht erstmal angefangen. Worauf bist du denn, worauf freust du dich, was erwartest du so beim BMC-Kongress im Januar? Ja, vielen Dank, Patricia, für das Gespräch erstmal. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass der BMC-Kongress wirklich immer auch ein Highlight für mich ist in jedem Jahr. Und das ist ein Ort, wo man ganz viele tolle Kontakte wieder sieht, auch neu knüpfen kann, miteinander in Austausch kommt. Und wo eben auch viele Themen bearbeitet werden, die nicht nur die Probleme von heute anschauen, sondern ja auch die Vernetzung von Stakeholdern für die Herausforderungen von morgen mitnimmt. Also auch immer noch mal so ein Stück in die Zukunft guckt. Und das ist eine tolle Sache. Dankeschön, freut mich. Ich bin auch so gespannt. In eurer Session ganz speziell geht es ja um die Digitalisierung der Krankenhauslandschaft. Was müsste in deiner Meinung nach da vor allen Dingen diskutiert werden, damit Zuschauer auch kommen, was daraus kommt? Tja, das ist ein ganz wichtiges Thema aktuell. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist sicherlich da ein ganz zentraler Punkt, wo wir mit über 4 Milliarden Euro, die jetzt verteilt werden sollen für die Digitalisierung, ein enormes Investment sehen, was es so vorher einfach noch nicht gab. Und wir merken das heute schon. Da sind ganz, ganz viele Fragen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Das ist nicht nur, wie digital sind wir denn überhaupt? Also dieses Stichwort Reifegradmessung und wie vergleicht man sich miteinander? Sondern eben auch, wie werde ich denn digitaler? Und das Thema Digitalisierung, natürlich uns als Verband beschäftigt das ja im Kern schon sehr, sehr lange auch. Aber jetzt auch bei den Krankenhäusern eben nochmal ein ganz zentrales Element. Das sind ja wirklich wesentliche Fragen, also die Förderbedingungen. Wie wird gefördert? Was wird gefördert? Was wird wie gemessen? Wie ist genau der Prozess dabei? Und das finde ich eine ganz wesentliche Frage, wie stellen wir denn die Finanzierung, nachdem dieser große Geldsegen über einen geregnet ist, sicher? Wir haben ja durchaus auch ein Defizit, was die Investitionen angeht, nicht nur im Bereich Digitalisierung und auch darüber hinaus in den deutschen Krankenhäusern. Und mit der Frage müssen wir uns beschäftigen. Und das ist jetzt ein voller Impuls. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir in dem gleichen Atemzug eben auch uns Gedanken über die Zukunft machen. Ja, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das Programm natürlich auch nochmal hier mitschicken und dass man sich das wieder angucken kann. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall das Thema, worüber nächstes Jahr diskutiert wird insgesamt, über die Digitalisierung der Krankenhäuser, über die Finanzierung ganz generell wahrscheinlich auch. Und da ist das ein ganz großer Teil davon. Herzlichen Dank. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bis dann.